Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, einer weiteren Karte der Edain-Mod. Und heute spielen wir in den Turmbergen. Hügelgruppe, auf der drei alte Elbentürme standen, in denen Elendilstein, der letzte Palantir des Nordens, aufbewahrt wurde. Startposition Festungen, Erweiterungspunkte 4 Vorposten und 16 Siedlungen, wilde Kreaturen, Orks, Trolle und Waage. Ja, und der letzte Palantir des Nordens erinnert mich doch sehr stark an die Kampagne von Aufstieg des Hexenkönigs, an die Angmar-Kampagne. Und genau deswegen und auch aus dem Grund, weil wir sehr, sehr lange nicht mehr mit Angmar gespielt haben, haben wir uns heute für eben jene Fraktion entschieden, auf dieser 4-Spieler-Karte, wo wir ein 2-gegen-2-Gefecht haben, denn an unserer Seite wird noch Mordor spielen und im gegnerischen Team haben wir zum einen die Elben Bruchtals und die Elben Lothloriens, die wir sie auch zwar zuletzt dabei hatten, aber hier sind Elbentürme, deswegen brauchten wir auch ein bisschen Elbenpower. Alle drei KI-Spieler sind, wie ihr seht, auf brutal easy 2 gegen 2, allerdings mit legendären Helden, denn ich wollte auch endlich mal die Heldenriege von Angmar so richtig austesten und das macht eigentlich immer am meisten Spaß, wenn sie ein bisschen stärker sind, deswegen legendäre Helden und wir starten durch mit den Turmbergen. Auf geht's! So, da wird schon der Marsch geblasen, um hier den Elben zu treten in den Arsch. Ein sehr schlechter Reim, das gebe ich zu, aber trotzdem werden wir hoffentlich mit Angmar ja über unsere Elbenfeinde nur so hinwegfegen. Das wäre zumindest in meinem Interesse. Wir werden natürlich den Bestienmeister Angmars Drauglin bei legendären Helden sofort in unsere Dienste stellen. Da zögere ich keine Sekunde, der kann dann hier die anderen Siedlungsplätze langsam aber sicher abgrasen. So. Dann mal los, Drauglin. Okay, wilde Waage sind jetzt nicht das, was ich mir hier erwünscht habe. Das gebe ich gerne zu. Okay, Drauglin hat da schon mal ein bisschen was aufgetan. Das ist dann vielleicht gar nicht so schlecht. Und der Feind scheint direkt zu uns zu kommen. Baut hier direkt uns vor der Fresse was hin. Ihr macht, was euch gesagt wird. Wir haben unsere Befehle. Ja lol, meine eine Bataillon ist komplett down oder was? Ja nice. Das Gebäude ist fertig. So Drauglin, du machst das. Keine Widerrede, ihr Würmer. Steht nicht herum. Unser neues Gebäude ist fertig. Ihr geht da drauf. Es gibt keinen Ausweg. Drauglin, es wäre nice, wenn du erst auf die Bruchtal-Leute gehst, weil die werden uns hier am meisten Damage machen. Wir sind hier fertig. Fährte aufgenommen. Auf die Bruchtal-Leute, ne? Hast du verstanden? Ach, Draugi. Höhlentroll sieht hungrig aus. Ist er wahrscheinlich auch. Ist er wahrscheinlich auch. Na gut. So, da ist immer noch ein Bruchtal-Schwertkämpfer. Die Fänge des Todes. Der mir ein bisschen zu viel Damage macht. Ihr macht, was euch gesagt wird. So, und das Ding nehmen wir jetzt erstmal auseinander. Sie sind schwach und armselig. Sag bloß, da sind noch mehr Feinde in unserem Lager. Sie werden fallen. Sie zerstören unsere Mühlen. So, ich brauche Valda, den Briganten. Ansonsten wird das hier ganz kritisch. Wo sind jetzt Feinde? Keine Widerrede, ihr Würmer. Die sehe ich gerade noch. Also natürlich sehe ich die Feinde hier, aber ich sehe jetzt keine. Lol, bitte, Jungs. Drauglin, leg dich ein wenig ins Zeug, weil sonst ist es hier gleich Ende mit Angmar. Jetzt sind wir gleich totus. Unsere Rohstoffe sind in Gefahr. Ich bin der Brigand. Ja, unsere Existenz ist in Gefahr. Scheiß mal auf die Rohstoffe gerade. Ihr macht, was euch gesagt wird. Schneller oder ihr landet.
So. Dann mal los. So, was wird hier Feines gebaut? Eine Morgul-Festung. Alles klar. Absolutely down for that. Dann nehme ich den oberen Punkt. Gut. Der Zuchtmeister hat seine längste Zeit hier gedient für uns. Aber das passt schon. So, ich kann hier schon mal einen Voice-Swinger bauen, damit wir gleich unsere ganzen Tributkarren auch irgendwo hin schaffen können. Auf in die Schlacht! So, und dann fange ich schon mal an, ein paar Schmelzen zu errichten. Unsere Rohstoffe Ach, sind ja. in Gefahr. Legendäre Helden ist eigentlich was echt Feines. So. Boah, kriegt ihr es mal hin, diesen scheiß Warkhord. 10 Millionen Bataillonen platt zu machen. So, das war's mit den Hobbits. Das ist doch auch schon mal was. Der Feind ist nah. Ja, natürlich ist der Feind nah. Wo soll er denn auch sonst sein? Okay, da oben kommt Lothlorien. Die Jagd kann beginnen. Sie zerstören unsere Mühlen. Boah, Alter, ich möchte auch noch einen Festungsplatz. Was ist denn los mit Mordor? Na gut. Gehen wir. Ich scheine ihn mir selber suchen zu müssen. Hier gibt es immer nice. Gefunden. Wir müssen uns um das Lager kümmern. Die ersten Tribut. Karren sind am Start. Na. Okay, Drauglin. Komm mal ran hier. Walda geht hier mal auf den Abschaum. Oh, diese Sackgesichter haben aber auch echt nichts Besseres zu tun. Arbeit, macht euch wieder an die Arbeit! Das ist Gollum, er hat den Ring des Meisters. Zurück an die Arbeit! Das Blutvergießen hat begonnen. So, Schmelze um Schmelze wird hochgezogen. Wo Gollum jetzt ist, wüsste ich gerade nicht. Aber Walda badet im Blut seiner Feinde. Das ist nice. Die Hügel werden uns gehören. Wieso? Guckt euch das mal an. Das ist richtig assi, Mordor. Die sind hier richtig fett am Start gegen den Höhlentroll, aber unser Ding lassen sie verrecken. Na gut. Das kommt alles zurück. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nice. Dann werden wir hier unsere kleine Rohstoff-Production hochziehen. Wir werfen den Westen nieder. Das machen wir in der Tat. Kampfrausch. Na gut, so viele Vasallen in der Nähe hat Walder jetzt gerade nicht. Aber das wird schon noch. So, ja, die Mühle ist down und sofort reißt sich Mordor das Ganze untern. Halb so wild, mein Junge, halb so wild. Mach nicht so einen Aufriss hier, das wird schon. So, und dann können wir hier mal ein Nebentor-Upgrade einlassen und jetzt ist auch unsere Wirtschaft geschützt vor lästigen Elbenangriffen. 3 Fähigkeitspunkte schon, na guck mal eine an. So, Walda geht da drauf und Drauglin geht da drauf. Ich kenne die Hügel. Weil Walda natürlich auch die Waage plätten darf. Da möchte ich ihn jetzt gar nicht von abhalten. Das Lager des Feindes entdeckt. So, und glaub mir, wenn wir hier einmal alles hochgestuft haben, dann wird der Rubel rollen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Unsere Truppen haben den Feind gesichtet. Ja, Drauglin, du sollst aber erstmal hier drauf gehen, ne? Alles der Reihe nach, mein Lieber. So, wir müssen natürlich auch bedenken, dass wir es mit Festungen hier zu tun haben, also nicht mit einfachen Lagern. Die werden deutlich schwerer zu Fall zu bringen sein, als wie wir das gewohnt sind. So, da wir ja nicht mehr so richtig Rohstoffe brauchen, kann ich jetzt mal so was hier ranholen. Ja, und Walda sollte das eigentlich noch aushalten können.
Alter. Ich habe dich gerade gelobt. Mach es nicht kaputt. König der Könige. Wir marschieren in neue Länder. Kannst dich ein bisschen zurückziehen. So, das Ding wird auch hochgestuft. Und jetzt brauche ich mal ein Vorpöstchen, was ich einnehmen könnte. Da wäre das da oben noch gar nicht so schlecht. Die Schlacht hat begonnen. Ich kann hier schon mal eine Schmiede bauen. Zerfetzt sie. So, ein paar Düsterwölfe würden der ganzen Sache definitiv auch keinen erheblichen Schaden zufügen. So, ich muss gerade mal mir einen Überblick verschaffen, was ich denn jetzt noch für Errungenschaften hier habe. Das Problem ist natürlich echt, dass Mordor sich hier eiskalt die beiden Vorposten unter den Nagel gerissen hat. Und ich befürchte, dass der Vorposten hier oben nicht mehr verfügbar ist. Wo gibt es denn noch Vorposten? Wie viele Vorposten gab es hier? 4, glaube ich, ne? 1, 2. Drei? Achso, hier unten noch, ne? Ne, das ist 1 gewesen. Ich bin irgendwie verwirrt. Man merkt es, glaube ich, ganz dezent. Aber es gibt nur noch einen Vorposten. Die Jagd kann beginnen. Gehen wir. Na gut, dann hoffen wir einfach mal, dass der noch nicht geklemmt worden ist. Und es sieht gut aus. Es sieht sehr gut aus. Können wir unsere drei Baumeister auch gleich mal da hochschicken. So, geh doch erstmal da hoch, Draugi. Nicht alle gleichzeitig reden, das mag ich nun gar nicht. So, ich glaube, die Elben wollten gerade dasselbe machen, was ich hier gemacht habe. Ja, das war dumm. Na gut. Na gut, machen wir erstmal einen Garnisonsturm da draus. So, wir müssen jetzt hier ein wenig Vorsorge treffen. Okay, Walda. Oh, Leute, lass doch nicht die ganzen Baumeister hier killen. So. Schmiede und, ja, Kampfturm können wir nochmal hinbauen. So, Garnisonsturm wird schon hochgezogen. Zwei Baumeister haben den langen Weg anscheinend überlebt. Oh, lass doch mal meine Baumeister in Ruhe. Ich weiß, ich baue hier ein Feindesgebiet, einen Vorposten auf. Das ist ziemlich krasser Disrespect, aber das ist dann jetzt mal so. So, dann wollen wir doch mal hier nicht Karsh, sondern Mornamatte erstmal rekrutieren. Wir werden jetzt unsere Heldenriege komplettieren. So, Walda. Nice. Oh, 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 oh. Das gefällt mir nicht. Hier schlägt ein Wisser Beorniga gerade auf meine Sachen ein. Und jetzt schlägt er auf Walda ein. So, ein bisschen zurückziehen und dann wird das auch alles. Weiß ich doch, Walda, weiß ich doch. So, ich denke, mit Zafraugur könnten wir uns noch mal einen richtig nicen Helden leisten. Eins nicer Held, bitte. So, es leckt gerade ein bisschen, ne? Das muss ich ja hier mal so festhalten. So, Walda, geh doch mal damit drauf. Mornamat levelt schon gut. Tja, und hier müssen wir gleich mal gucken, wie wir das am besten machen. Ja, die Hobbits jucken Draugleen ehrlich gesagt überhaupt nicht. So,
So, Zafragor, du kannst da mal drauf gehen, dann ist Helequin der nächste. Oder die nächste Heldin. Ja, ja, schrei nicht so. Es wirkt unauthentisch, mein lieber Valda. So, ihr seht, Mordor ist auch schon echt gut auf der Karte so verteilt. Ich hoffe, dass wir auch nochmal so weit kommen. Führt mich weise. So, Hügelmenschendorf. Eure Ankunft wurde sehnlichst erwartet. Bring mich in den Kampf. Boah, Mordor hat gerade eine richtig fette Streitmacht hier entwickelt. Also wenn wir die weise nutzen können, dann könnte das schon eine kleine Vorentscheidung sein. Anscheinend lässt du dich ja doch herumschicken. So, wir haben noch Karsh, Durmart und den Hexenkönig. Und ich würde gerne den Hexenkönig als nächsten holen, weil ich nicht mehr glaube, dass das noch allzu lange dauern wird hier alles. Aber die Rohstoffe, die ich bekommen, hätte ich mir doch ein bisschen mehr vorgestellt. Da bin ich ein wenig enttäuscht. So ein Lothlorien-Lager Platz zu bekommen. Wird natürlich auch nicht easy. Wir bauen für die Eisenkrone. Hier gibt es immer Arbeit. So, die Schmiede auch schon mal hochstufen. Der Hexenkönig ist dann der nächste. Ich will mehr Seelen. So, Zafragor schwingt schon fleißig die Axt. Aber noch ist das noch ein wenig, bisschen wenig Impact. Muss man ja mal sagen. Ich denke, ein paar Ramböcke könnten das Ganze beschleunigen. Ja, das ist natürlich scheiße, wenn man die Baumeister über die ganze Map schickt, dann wird das ein wenig problematisch. So. Das ist ein klassischer Fall für Katapulte. So, du bitte auch mal da hoch. So, der Hexenkönig ist da. Der Feind ist hier, fürchte den Wolf. So, und dann ja, schicken wir unsere Helden trotzdem mal hier rein. So, wieso kann ich... Ja gut, weil die maximal hochgestuft sind, alles klar. Ja, zurück ins Lager, genau. So, auf geht's, Valda. What? Eine Festung. Tja, wir verlieren da gerade auch was, aber das ist gerade nicht so wild. Ja, ja, komm, Durmart. Du bist ein arschcooler Dude. Ja, du wiederholst dich. So, sind hier noch irgendwelche Elben, die ich zusammenziehen kann? Wo ist mein Ramböckchen? Ah, da. Sehr schön. So, Mordor, jetzt zeige ich euch mal, wie man hier Belagerung richtig macht. Ist das ein scheiß Katapult? Tatsache. Okay, Karsh. Dann wirst du da jetzt mal für Gerechtigkeit sorgen. Ah, du bist die Stille selbst. Alles klar, mein Junge. Wir werden uns mal eine kleine Khandoum-Armee noch hochziehen. Das sieht dann stylischer aus. Aber im Grunde ist diese Schlacht hier natürlich entschieden. Denn Lothlorien hat uns wirklich nichts mehr entgegenzusetzen. Denke ich doch mal, oder? Boah. Zwischen... Haben die Jungs nämlich auch ein bisschen was am Start. So. Mordor hilft fleißig mit. Valda kann jetzt Knochenbrecher rufen. Ja, zerschmettern ist, denke ich mal, das richtige Wort in diesem Kontext. So.
waren Dunedain. Erforschen wir das doch hier nochmal. Und jetzt, ja, bauen wir uns eine kleine Armee auf. Meine Helden rücken vor. Mal sehen, wie schnell Mordor reagiert. Das sieht nicht schnell aus. So. Es ist doch schon mal was, dass ihr dem König dient. Ein bisschen was habt ihr ja doch im Köpfchen. So, gut. Da haben wir noch nichts hochgestuft, leider. Hier kann ich nochmal eine Schmelze bauen. So, du kannst leicht da rein. So, und dann wäre es ganz nice, wenn sich meine Armee mal hier formiert. So, kann du einen Bogenschützen? Dafür reicht es leider gerade nicht mehr. Dann können wir sowas ein wenig mehr forcieren. So, Mordor macht den Anfang. Oh, aber die sind gut geschützt da drin. Ich kenne die Hügel. Strömt von den Hügeln herbei. Valda kann seine Knochenbrecher rufen. Wir sind die Herren der Wälder. Durch den Schatten. Wir warten auf die Schlacht. Durch den Schatten und noch weiter. Die Dunkelstahlwald sind bereit. Wir gehen hier in Deckung. So, ihr könnt mal hier wir sind kampfbereit. Die Tower claimen, einfach weil es cool ist. Wir gehen hier in Deckung. Aber viel mehr bringt uns das jetzt nicht. So. Ich bin die Ewigkeit. Da mal los. So, ihr geht trotzdem da rein. Ihr geht trotzdem da rein. So, Dunkelstahlwaffen. Du schießt mal schön auf die Zitadelle. Du nimmst dir hier den Wachturm vor. Der Hexenkönig kann auch mal absteigen. Boote des Winters. Verteidigung ein wenig verringern. Die Dunkelstahlrüstung ist bereit. Unsere Horden können nicht weiter wachsen. Na gut, guckt euch mal, was wir für Fähigkeitspunkte haben. Wir haben eigentlich echt nicht viel gekämpft. Aber es reicht zunächst mal. So, die Knochenbrecher sind auch am Start. Kriegen aber ganz schön aufs Maul. Boah, kriegt der Kampfturm überhaupt Damage? So. Wir öffnen mal unsere Festungstore. Und ich denke doch, dass wir ein wenig Nachschub brauchen werden. So. Schön alles hintereinander. Lol. Wieso bauen die einfach einen neuen Kampfturm dahin? Das finde ich nicht gut. Da möchte ich mein Veto einlegen. So, wir haben jetzt übrigens alle Helden außer Gulzar. Den müsste man durch den anderen Kampfturm. Und die Schlacht war jetzt doch kürzer als gedacht, so dass wir nicht so richtig ja, das austesten konnten, was ich mir vorgestellt habe. Aber das passt eigentlich. Valda kann ja auf Stufe 10 ein ganzes Gebäude niederreißen. Das ist schon echt nice. Aber hat man wieder gesehen, dass Mordor ein guter Verbündeter ist. Auch brutal. So, da kommen unsere Heldenriege. Das dürfte es doch gewesen sein, oder nicht? Dieses Land gehört nun der Eisenkrone. Nice. Da steht ja der Hexenkönig Zafragor, Kaash, Durmat, Mornamath, Helequin. Alle, die hier mitgewirkt haben. Ja, ich habe es mir ein bisschen geiler irgendwie vorgestellt, aber wir haben die Helden auch kaum leveln können, weil Mordor einfach so viel Arbeit für uns gemacht hat. Ja, guckt euch mal die Einheiten an. Gebäude waren wir dann am Ende gleich auf mit Mordor. Rohstoffe waren wir eigentlich auch ganz ordentlich am Start. Und im Endstand solider Zweiter, aber gegen Mordor war in dieser Schlacht wirklich kein Kraut gewachsen. Das war wie
zugeschnitten auf Mordor, diese Map hier, haben auch früh zwei dicke Bases gebaut und uns dann das abgenommen. 8-0, 10-3, 0-0 und 4-4. Ja, eine spaßige Schlacht, allerdings, wieso habe ich keine Lieblingseinheit? Keine Ahnung. Allerdings war das jetzt nicht die spannendste Schlacht überhaupt, aber auf jeden Fall eine, die man sich ganz gut geben kann, denke ich. Ja, das waren die Turmberge und in der nächsten Folge werden wir in den Tälern der Ered-Luin spielen. Wen wir da wohl spielen werden, ein großes Rätsel. Schaltet dann auf jeden Fall wieder ein. Gebt euch auch, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, die ersten Folgen, die jetzt diese Tage kommen, vom neuen Edan-Mod-Let's Play des Ringkrieges. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao.